Tatsächlich. Es ist in der Flottenreichweite. Das heißt, ich kann gucken, ob die Flotten haben. Wo ist ein Hafen? Die haben gar keinen Hafen, aber Puronien hat einen Hafen. Sehr cool. Das ist hier. Und vor allen Dingen, hier geht der dicke Fluss rein. Das heißt, ich kann mit dem Schiff bis hier hinfahren. In die Siedlung Turonorum. So, wo ist denn eigentlich jetzt die Hauptstadt? Da. Nee, wo ist es? Doch, tatsächlich ist Turonorum die Hauptstadt mit 26.000 Mann, sogar überbevölkert, aber immerhin noch eine Siedlung. Richtig krass. Noch eine Siedlung. Also wie gesagt, das wäre möglich. Ja, jetzt steht hier wieder außerhalb der Flottenreichweite. Heißt, die verlieren auch. Aber wieso fahre ich denn da jetzt hin? Und wieso wird das jetzt angegeben, dass das außerhalb der Flottenreichweite ist? Habe ich einen Hafen hier? Doch. Ich habe einen Hafen hier, das mache ich auch. Die Frage ist auch, was können wir hier machen? Wir können wirklich nur Festung belagern. Häfen leider nicht. Aber ich werde sie hier einschiffen. Ich werde sie hier einschiffen. Das machen wir. Und ich mache, währenddessen mache ich hier auch weiter. Das geht alles gut runter. Rekrutenreserve geht hoch. Oh, die erste Armee. Da ist der General verstorben. Und wir wollten auch weitermachen mit unseren Städten hier, dass wir die Infrastruktur aufbauen können. Erste Armee. Seit wann springt der denn dahin? Das ist mir jetzt auch neu. Sechs. Alles keine guten Anführer. Kommandanten schlecht. Kommandanten Belagerungsfähigkeit hat der. Ja, vier. Belagerungsfähigkeit auch. Aber hat nur vier. Dann werde ich den nehmen. Das sind wir. Beziehungsweise das ist der König. Dann werde ich weitermachen. Ich lasse mal die Flotte weiterfahren. Das ist quasi die Vorbereitung. Also, wir waren, ich glaube, waren wir hier auch schon? Ja. Können wir hier noch weitermachen? Das ist jetzt die Frage. Ja, mache ich auch. Mache ich auch. Das muss schneller aufsteigen. Sehe ich das hier schon? Nee. Aufstufung. Da sieht man das doch. 8%. Das ist schon ziemlich cool. Das heißt, 5,62. Das dauert alles immer nur wenige Monate und Jahre, bis die aufsteigen. Also ist ziemlich cool. Und da machen wir auch weiter. Das heißt, ich hole mindestens noch 9 Bewohner rein. Wahrscheinlich sogar mehr. Wo sind die meisten Sklaven? Da. Alle Sklaven bitte in die Städte. Die müssen alle gepusht werden. Und dann könnte ich tatsächlich auch nochmal hier die Strategie ändern. Das ist auch wichtig. Auch wichtig. 27. Ich mache direkt mal auf 40. Und zwei Gebäude bauen. Guckt euch das mal an. März 562, es ist Wahnsinn. Geht relativ schnell und ist cool. Und das hätten wir viel früher machen müssen. Ich mache nochmal kurz Pause, denn ich will jetzt Gebäude. Ich brauche auf jeden Fall ein Aquädukt, aber bevor wir das bauen, baue ich das, was am wichtigsten ist, nämlich Forum. Und dann Aquädukt, sehr schön. Geld ist schon wieder aus. Hier oben ist unsere Flotte. Was haben die denn? Null Schiffe. Die haben zwei Schiffe. Drei Schiffe. Gut, die ganzen Stämme haben alle keine Schiffe. Beziehungsweise, wenn dann Schiffe so wie hier, Osismien, nicht viel. Also 8 oder 10 Stück, das ist okay. So, sind wir noch außerhalb der Reichweite? Nein, ich werde die jetzt in unseren Hafen schicken. So. Hanf. Yes. Hanf. Nutzvieh. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Das ist echt komisch. Nahrung monatlich ist gut. Können wir alles gebrauchen, um das umzuleiten?
So, jetzt sehen wir das, wie das auch wieder steigt. 0,65 ist okay. Das ist alles okay. Sieht man schon ein bisschen was? Immer noch nicht? Nee. Sieht man noch nicht? So, ich lasse mal weiter laufen. Die Kuh. Ah, Tolosa ist fertig gebaut. Die Stadt. Die Zukunft der Stadt Tolosa. Durch die Ausweitung neuer Privilegien und Investitionen in die lokale Infrastruktur ist Tolosa von einer relativ bescheidenen Siedlung zu einer echten arvernischen Stadt herangewachsen. Wieso wird hier arvernisch groß geschrieben? Okay. Obwohl noch einiges zu tun ist, bevor sie mit den großen Städten unserer Zeit mithalten kann, haben die letzten zwei Jahre bereits eine neue Ära des Wachstums in der Urbanisierung in diesem Territorium eingeläutet. Nice. Tolosa. Glückwunsch. Einer unserer wichtigsten Städte im Süden. Und da werden wir auch gleich pushen. Da werden wir gleich pushen. Anziehung ist genug da. Wir haben genug Kapazität. Das bedeutet natürlich, wie die Zufriedenheit steigern. Drei Gebäude können wir. Ich kann auch erstmal eins bauen. Fangen wir damit an. Geld ist also nicht mehr da. Bitte, wie sieht er denn aus? Witzig. Konstantinos. Der Hof ist voller Heuchler, Anspruchsteller und Thronräuber. Es ist daher wenig überraschend, dass zwei der ambitioniertesten Thronanwärter von Arvernien sich nicht einig sind. Diese Konflikte können außer Kontrolle geraten. Vielleicht sollten wir einschreiten und das Eskalationspotenzial begrenzen. Ach, das ist ja auch doof. Er ist ein Mitglied der DE Family Tooltip. Also, das ist vermehrt aufgetreten seit Archimedes, ja. Seit 2 Wochen oder so. Ganz komisch. Sehr viel von diesen Kleinigkeiten. Okay. Der ist 6% nur Loyalität. Der ist 92. Dann kann ich auf jeden Fall den Ducarus nehmen. Ja, das ist ja auch doof. Oh nee, das ist ja auch doof. Die ganzen Tooltips sind hier weg. Da muss ich die Mods nochmal durchgehen, ob das auch daran liegt vielleicht. Oder der Deutschkorrektur. Das ist ja richtig ätzend. Consulitanus sieht ihn als Rivalen an. Ich meine, er ist ein Anwärter und der Forscher auf den Königstitel. Aber er ist ein Onkel des Generals des zweiten Heers und er ist 63. Und er ist gerade mal 19. 19 mit so einem Bart, nicht schlecht. Nicht schlecht. Er ist ein normales Mitglied, aber er ist unser Sohn. Und deswegen werde ich ihn pushen. Das ist natürlich doof. Und ich glaube, man sieht es hier, dass negative Loyalität zu beiden hinzuaddiert wird und das will ich ja nicht. Das heißt, einmal positiv, einmal negativ, das heißt, er wird positiv, 92% haben wir. 100%, genau. Jo, Besitztum gewähren. Hat schon eins, also Geld kriegt er auch ran, genau. Ziemlich viel sogar. So, und währenddessen werden wir hier jetzt das Geld weiter pushen. 16 sogar, nicht schlecht. Nicht schlecht. Natürlich haben wir alles runtergefahren, aber wir waren vorher bei 12, glaube ich, oder 10. Also auch das haben wir wieder massiv hochgefahren. Das wird uns wahnsinnig weiterhelfen. Und es wird sich auch, glaube ich, wir waren hier auf 23%. Es wird relativ gut jetzt wachsen, denke ich, die Punkte, weil wir die gesamten Städte jetzt pushen. Tolosa wird ja auch schon gebaut. Ja, Tolosa wird gebaut, ganz, ganz wichtig. Und was gut ist, ihr seht das jetzt, wir sind schon wieder über 600 pro Monat an hinzukommenden Rekruten. Das Ding ist, das ist nicht wahnsinnig viel für eine Großmacht wie wir mit 136 Territorien. Ja, nicht so viel. Ach, das ist ja auch wirklich doof. Guck mal, Modifier Monthly General. Oh, das ist ja wirklich doof. Ich meine, ich kann das natürlich und ja auch deuten, weil man das leicht lesen kann. Ist aber trotzdem ätzend. Ja, wir sind noch nicht mal auf der Hälfte zur Weltmacht. Aber egal, Großmacht ist eigentlich schon nicht schlecht. Mein König. Iskerbelidi. Die doofen Piraten, wo kommen die jetzt her? Das ist ja auch wohl pervers.
Iskerbelidi. Hä? Von Caro? Ach so, das sind die. Kommt. Ach so, Eto Besa ist der Piratenhafen. Eto Besa. Und ich frage mich, wieso ich den nicht. Ja, ich kann den nicht rausnehmen. Ich kann die nicht rausnehmen. Erbe der Piraten. Ja, das ist natürlich ätzend. Beschwichtigende Haltung. Genau, das brauchen wir auch. Ja, Beziehungsstatus. Alles doof. Ich will mal kurz gucken, wie unsere Beziehungen aussehen. Verbündete Lemovizien ist da, da, da. Gelb ist Handelspartner. 1, 2, 3, 4, 5. Ausitanien. Genau, Ausitanien ist noch unser Verbündeter. Hier unten. Was macht ein Karthago eigentlich? Natürlich wie immer im Krieg mit Korkyranisch-Tarentinisch. Das ist doch ein Stellvertreterkrieg. Korkyra, ja, das ist irgendwo Italien oder was, oder? Ja, ist ein großer Krieg. Und? Korkyra, da ist das. Und Korkyra sieht das nicht gut aus. Genau, Korkyra ist nämlich dieser Stadtstaat eigentlich gewesen, der neben Epirus startet. Witzigerweise haben die hier getauscht, das ist ganz witzig eigentlich. Was ist denn das hier? 109, wow. Und immer noch eine unglaubliche Anziehung. Die Stadt Pella. Die Hauptstadt von Makedonien. Wahnsinnige Metropole. Krass. Das muss ich auf jeden Fall auch hinkriegen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht auch als nächstes Mal angehen. Unsere Hauptstadt einfach mal hochpushen bis zum geht nicht mehr. Gebäude bauen. Gebäude bauen. Könnten wir eigentlich tun, oder? Bewohner, umsiedeln. So, wo sind noch welche hier? 51. Immer schön viel rauspushen. Ich mache mal auf Überbevölkerung, aber nur kurz. Überbevölkerung, aber nur kurz. 61 machen wir mal. Denn ich will jetzt bauen. Aquädukt. Wieso steht denn hier nicht Überbevölkerung als Malus oder so? Komisch, ist ja auch egal. So, das heißt, wir werden hier auf jeden Fall die Metropole basteln. Die muss ich natürlich dann aber auch noch bauen. Das ist auch noch so ein Ding. Die muss ich dann auch noch bauen. Ach, das ist ja wirklich doof. So, wir haben auf jeden Fall Kelsien als Anspruch fingiert. Es ist natürlich schwierig. Also, wenn wir jetzt hier Krieg erklären sollten, dann haben wir natürlich die alle mit im Krieg drin, aber Brigantien haben wir drin, Lemovizien, Andekamulensien auch. Wieso das nicht? Okay, schade. Ja, fehlende Grenze, die sind alle so weit entfernt. Also, wir hätten denn drin Brigantien. Gut, das ist die kleine Nation, die ist automatisch mit drin. Lemovizien ist mit drin. Wo ist Brigantien? Das ist hier oben. Das ist die Frage, ob die uns helfen können. Haben die ja 19 Schiffe. Das heißt, sie können 19.000 Mann maximal rüberschicken. Wenn überhaupt, Brigantien. Ich wollte die aber unbedingt haben. Später wird das hier auf jeden Fall notwendig sein. Oi, 72.000. 72.000. Ich werde noch ein bisschen warten, weil ich das Geld auch brauche für Söldner. Ich denke, wir werden so das anwachsen lassen irgendwie auf 500 oder so vielleicht und dann können wir das bauen. Omen, ganz wichtig. Omen est Omen. General, ja, ich will mal kurz gucken. Wieso wird das eigentlich nicht hier? Das ist total doof. Das ist total doof. Dass die Effizienz bzw. die Punkte sollten entsteigen. Warte mal. Also, wenn ich das hier habe, plus 30%. Plus 30%.
Genau, sonst waren es, glaube ich, 25%. Aber das haut ja auch nicht hin. Bürger, nationale Produktion. Und hier war nämlich das Problem. Die Forschungspunkte, glaube ich, dürften hier erhöht werden, 37,5. Aber was ich mache, ist Rekrutenreserve, Erholung. Ich könnte Sklaven. Wir sind jetzt hier bei 16,89. Machen wir einfach mal Geld. 16,89, 22, 23. Schon doll. Schon Wahnsinn. 24. Wow. Und auch gleich hier oben als Anzeige dann. 33. 33 plus. Wahnsinn. So, das heißt, wir werden das mal richtig pushen lassen. Aggressive Expansion ist dann auch hoch. Kurz ans Mikro gekommen. Aggressive Expansion geht runter. Ja, Limovizien. Also ich meine, schauen wir uns nochmal die Verbündeten an. Was haben die denn? Was bringen die denn? 17 maximal. Und da gucke ich mir das gleich mit an. 17. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ah, ich wollte gerade sagen. Also, 17. Ich rechne mal zusammen. 24. 37. Oh. 37. Ja, das ist ja schon einiges. Das sind 57, 61. 79. 92. 92.000 Mann bringen die quasi als gesamte Koalition, also mit Bündnisse und Liga, Verteidigungsliga. Wir natürlich auch etwas, aber was wirklich kämpfen kann, sind im Grunde wir mit unseren 100.000, also das haben wir schon erreicht, 100.000. 23.000 haben aber auch nicht allzu viel Rekrutenreserve. Krasser Häuptling. ja, was habe ich gesagt? Die sind bei 90, 91 oder so. Wir sind bei 123, 132. Ja, und eventuell können die natürlich was bringen mit, ja, 190, also das Doppelte von denen, wenn natürlich alles passt. Die werden nicht teilnehmen hier. Ausitalien auch nicht, weil die zu weit weg sind. Das heißt, wenn wir Krieg anfangen, ja, wird das ein ziemlicher Zermürbungskrieg für uns. Da geht es ans Eingemachte, deswegen brauchen wir das Geld. Deswegen brauchen wir das Geld, dass wir. Und Söldner eventuell noch leisten können. Das auf jeden Fall. Und das bedeutet, mit den vorhandenen Armeen, ich schicke die auch mal nach oben. Also, wo beginnt's? Wir werden angreifen. Von hier brauche ich mindestens zwei Armeen. Piktonien. Werde ich hier drei Armeen platzieren, beziehungsweise eigentlich alles an Armeen. Und werde in beide Richtungen hochgehen. Das wird schwierig. Ich muss die auslösen am besten. Ja. Das wird übel, Freunde. Förderung des Kunsthandwerks. Von einem wird erwartet, ein Mäzen der Künste zu sein, ist ja klar. Künstlerische Darstellungen des Königs zementieren die Legitimität in den Augen der Menschen. Gestaltet nach dem Stil berühmter Helden und Götter sind diese Skulpturen, Gemälde und Wandbilder oft einen hohen Preis wert. 355. Oh! Aber Legitimität ist ja so Wahnsinn. Ja, pff. Okay, von 100 auf 98, wahnsinniger Verlust. Wahnsinniger Verlust. So. Nice, sie wurde gebaut. Man sieht das auch, wie das langsam auch wächst. 605, ne? Also, das geht schon schnell nach oben. Ich werde. Guckt euch das mal an, Wahnsinn. Ah, ich habe was ganz vergessen. Unsere Mission. Unsere Mission Avenio. Avenio. Religiöse Zugeständnisse machen. Jawohl. Da müssen wir noch ein bisschen weiterkommen. Hat größer als drei Tempel gebaut. Ich muss noch einen Tempel bauen. Was? Unser Sohn wird krank? Die Ruhe bekommt er. Oh. Der geht aber auch dann relativ schnell down.
Ei. In Behandlung begeben. Sofort. So, Avenio, hallo. Ich will hier jetzt neu. Dann werden wir mal in diese Stadt, genau. Bewohner umsiedeln, dass wir ein neues Gebäude bauen können. Nämlich Tempel. Tempel, Tempel. 15, 61, Wahnsinn. So. Und dann, ich muss jetzt einfach mal einen Tempel bauen hier. Tempel 41. Sehr gut. Damit wir damit auch weiterkommen in dieser Mission. Geld wird gepumpt. Das ist okay. Achso, die Armeen wollte ich ja schon mal hochschicken. Also, wir müssen hier die Armee schicken. Was ist die größte? Behandlung erfolgreich. Das ging ja schnell. Verliert die Eigenschaft Ruhe. Cool. Was ist die größte Armee? Das ist natürlich die erste Armee. Die ist hier oben. Ja, die ist auch schon bereit. Die erste Armee ist auch schon bereit. Erhält hier keine Zermürbung. Hier ist unsere Flotte. Dann nehmen wir die vierte Armee auch mit nach oben. Die werden wir dann hier platzieren. Das heißt, wir gehen hier mit zwei Armeen rein direkt und gehen einfach von Süden hier hoch. Das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Genau. Warte mal. Das ist ja... Wieso werden die nicht schraffiert? Okay. Das ist nur, weil wir da keine... Wir haben da keine Sichtbarkeit. Ich meine, bei uns kommen die auch nicht rein. Also, wir haben hier so viel. Das ist Wahnsinn. Ja. Gut. Dann hier unten. Wo? Da sind beide Armeen auf dem Vormarsch. Die Armee hier oben. Was ist die größte? Die dritte Armee hier oben. Ja, ich kann die alle sofort hinstellen. Das ist auch interessant. Dann stelle ich die Armee... hier hin. Die Armee geht in diese Richtung und wir gehen hier volle Kanne rein, glaube ich. Und ich will mal gucken, genau, das heißt, unsere fünf Armeen sind platziert oder werden jetzt platziert. Und wenn sie platziert sind, könnte ich daran denken, auch wirklich loszustarten. Wir sind schon bei 80.000, Mann. 80.000. Oh. Unser König ist für seine umgängliche Art bekannt. Jeder, der auf der Straße an ihm vorbeigeht, kann sich einer herzlichen Begrüßung und eines festen Händedrucks sicher sein. Nice. Gutmütig. Oh. So, Beliebtheit. Ah, die singt. Gutmütig. Meinungen von Untertanen über uns. Oh, maximal Freunde. Cool. Kann fünf Freunde haben. Untertanen haben wir tatsächlich den hier. So. Oh, wir sind auch bald wieder bei Militärerfahrung. Ja. Ich könnte die auch trainieren. Geld ist genug da, aber das kann ich, glaube ich, nach diesem großen Krieg machen. Und es wird ein gigantischer Krieg. Also nochmal hier zur Erinnerung rufen. Alles, was jetzt hier in diesen Farben oben ist, wird in einen Krieg gerufen. Das wird Wahnsinn. Das wird Wahnsinn. ich habe keine Ahnung, was das wird. Aber es wird mindestens Wahnsinn, das auf jeden Fall. Das wird der größte Feldzug nach dem Aquitanien-Feldzug hier. Nach dem Aquitanien-Feldzug hier an den Pyrenäen wird das der größte. Wir haben hier alles eingenommen gehabt. Und das wird hier der größte. Was ich jetzt noch machen will, Moment. Rodanusien. Wo ist Rodanusien? Hier unten. Ah. Wie kommt das? Ob durch einen glücklichen Zufall, den Segen von Göttin des Glücks oder einfach nur eine fleißige Verwaltung, die Produktion des vergangenen Jahres in der Stadt Rodanusien hat die Erwartungen lokaler Autoritäten deutlich übertroffen. Auch hier typisch DDR-Monatsmeldung. Alles übertroffen. Wir könnten dies einfach für unseren kurzfristigen Gewinn ausnutzen, doch einige haben auch vorgeschlagen, dass dies die perfekte Gelegenheit dafür ist, die Sklavenbewegung in Rodanusien zu studieren, die ungewöhnlich zufrieden und produktiv ist. Aha. Und so versuchen, das, was wir gelernt haben, in der gesamten Provinz Vokontien anzuwenden. Das ist ja krass. Wow, aber Geld ist natürlich auch schon krass. Die gesamte Provinz. Das werde ich auch machen.
10 Jahre lang. Und das können wir sogar noch steigern. Sklaven, Sklaven, ja, genau. Ja, das wird gesteigert. Komisch eigentlich. Das ist, also sie haben es unter Kontrolle, ist ja so ein bisschen abwertend. Aber das werde ich machen. Das ist ja krass. Ja, die gesamte Provinz wird hier gesteigert. Okay. So, ihr seht das hier, 611. Es wächst, es wächst, es wächst. Und auch die Technologie sollte dann wachsen. Ist natürlich wieder runtergegangen, aber wächst trotzdem an.